Tag vom Digital Community ist hier bei mir die Romana. So hat es dir schon eingefallen. Oder Romy. Vielleicht sagen wir Romy oder Romana. Wir konnten uns nicht festlegen, ne, was dir besser gefällt. Wir machen Double Nose Strips, links und rechts. Aber schon mit der Option, dass du Ringe tragen kannst. Es gibt ja auch die High Nose Strips. Die sind eben weiter oben. Ne? Die sind aber eben für Ringe passé. Also du willst schon die Option mit Ringen und mit Steckern tragen. Genau. Gut, wir sehen es schon. Jetzt werden wir das mal ausmessen. Es ist so, es gibt keine gleichmäßigen Nasenpiercings. Das heißt, man muss immer schauen, wo, wie, was. Das ist von der Höhe her passt. Deswegen gleichmäßig gibt es da eben nicht. Gucken wir mal, wie wir das machen. Die Nasenflügel sind immer auch nie genau gleich. Bei dir geht zum Beispiel der linke Nasenflügel weiter runter als der rechte. Und ich messe es jetzt mal aus. Das Ausmessen ist eben auch dann verfälscht durch das links anders als rechts. Deswegen musst du da mal ein bisschen jetzt jonglieren und ich mache mal so, dass es nachher schön aussieht. Ja. Und wenn wir später bei beiden Seiten Ringen haben wollen, dann können wir eben keine gleichmäßige Höhe machen, oder es wird auf der einen Seite kein Ring reingehen oder ein größerer Ring als auf der anderen. Dann würde ich jetzt lieber sagen, wir machen es links gleich vom Abstand wie rechts, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen so ist, weil der Nasenflügel eben länger ist. So, ich verstanden, was ich meine? Ja. Also Ringe ist eine Option mit dir, ja, willst du haben. Ja. Dann würde ich das auch mal so berücksichtigen. Man muss ja immer rein an den Kunden. Wenn der Kunde sagt, nein, ich will eh keine Ringe, dann brauchen wir uns da nichts antun. Leuten gar nicht auffallen später. Ich bin halt jemand, der ganz genau ist und auch immer genau schaut. Und deswegen bin ich dann immer das Beste für die Ergebnis haben. Finde ich aber sehr schön, ehrlich gesagt. Ich zeige es dir am Spiegel. Du kannst mir den kleinen Spiegel nehmen, also den großen nennen, darfst du nicht mit der Brille wieder aufsitzen. Schau es dir einmal an, ich sage mal gar nichts dazu. Nein, ich glaube, das ist gut. Ein volltes Sunnylauf, das ist super. Ja, ist minimal. Also in der Regel nicht mehr viel. Es ist nicht viel, ich habe es, finde ich, schon ausgeglichen. Ich kann ein bisschen spielen. Ja. Und ich finde es so, wenn man die ganze Zeit finde ich sehr schön, finde ich es gut, finde ich schon aus. Dann lassen wir es so. Wie gesagt, weil. Letztlich ist der Kunde, du musst ja selber vom Spiegel stehen und morgens an die anderen sagen, das sieht gut aus. Ja. Und es bringt nichts, wenn oft, ich habe aber oft so Fälle, wo ich zum Kunden sage, das ist jetzt in der Mitte. Und der Kunde sagt, ja, aber ich habe das Gefühl, das gehört ein bisschen rüber, weil er sich halt einfach anders sieht. Und dann sage ich, ja, machen wir es ein bisschen rüber, weil es gibt nichts Schlimmeres, morgens vom Spiegel stehen und denken, das bisschen gehört nach links. Aber wenn es wirklich gerade ist, weil teilweise dass die Mutter oder auch der Freund sagt, nein, das ist gerade, ja. Und der Kunde sieht sich aber einfach anders. Also das sage ich immer, wir machen es so, dass der Kunde happy ist, weil wenn du jeden Tag denkst, fuck, mein Piercing gehört nach links, das ist unschön, der Gedanke. Schmuck, was machen wir denn am Anfang rein? Also wir können verschiedene Varianten nehmen, weiße Steinchen, verschiedenfarbig, eine silberne Kugel oder eben was dir sonst so gefällt. Die meisten nehmen weiße Glitzersteinchen oder silberne Kugeln sind auch beliebt. Es gibt auch schwarze. Ich finde Steine, ich finde Steine schöner. Einfach ein bisschen, ja, ich finde es einfach schön, weil ein bisschen, wenn die dürfen schon ein bisschen funkeln, ich finde es immer netter als ganz so silberfarben. Du hast jetzt auch schon recht viel in Silber. Ja, und auch groß und dann schwarz. Ich würde es ein bisschen auflockern mit ein bisschen Glitzer. Dann nehmen wir einfach die normalen Nasenpiercings, wie man das so kennt, die normalen Spiralen, die ganz klassischen mit den Steinchen drauf vorne. Gut, wo wir jetzt mal bitte hin. Einfach drauflegen, genau, lieber, und den Kopf hinten anlehnen. Dann werden wir das mal so stechen. Ich steche das mal von der Kamera für ein bisschen von vorne. Dann sieht man das von beiden Seiten recht schön. Hast du Fragen an mich? Dazu eigentlich nicht. Super.
Kortnitz oder so. Kortnitz, ne? Passt. Gut, wo wir anfangen sollen mit den Wurstzellen, ich fange jetzt einfach mal auf der linken Seite an, aber nur weil ich näher dran stehe oder gehe auf die rechte. Das hat keine Bedeutung, dass es mehr oder weniger oder anders wäre. Und die YouTube kamst du auf uns? Ja, eigentlich durch Akun, doch mir, der was zu gemacht, der kann mit Cheeks, schau dir das Video an. Ah, cool. Und durch das was haben du? Hundefriseur. Ah, cool. Und klar. War schon ziemlich. Da haben wir das auch, ne? Ja. So, so, ja, dann habe ich gesagt, ja, schau mal, das ist, dann muss ich sagen, dann nutzt es ja schon, wenn meine Videos, ich habe ja, du hast vorher, da haben wir es mal die Laufen gehabt, du wolltest echt Cheeks, genau, was aufgrund von Videos von mir erfahren, dass es echt nicht gut ist und warum. Und was dann also schlau und hast dem Experten vertraut und lässt es. Genau. Ja, viele sind ja beratungsresistent, die hören sich das an und sagen, ja, mir doch wurscht, ich mach's trotzdem. Ja. Stark, wenn man sagt, man macht keine Cheeks, weil so viele Risiken dabei sind. Also wie dass man sagt, okay, ist kurz Geld, ich mache das einfach. Genau, also ich muss sagen, ich habe auch immer wieder mal Leute, also die eben einen Termin machen, danke dir, das freut mich, ja. Die kommen wirklich her und würden gerne Cheeks haben. Also sie können es zwar nicht buchen, aber die buchen halt vielleicht irgendwas anderes oder buchen der Lia bereits und dann sagen sie, ja, ich möchte Cheeks. Und dann sage ich, ja, super, aber die machen nicht. Ja, hin und her, dann. Ich sage dann einfach Sachen warum, aber ich habe schon Leute gehabt, die dann wirklich gesagt haben, wo sie einen Termin hatten, hier waren, dann gehen sie wieder. Und so, ja, dann musst du wieder gehen. Weil ich steck's nicht. Die denken sich halt wahrscheinlich, ja, der macht es dem Geld nach, du bist doch, das, wie du sagst. Also sage ich einfach nein, weil ich stehe nicht dahinter. Das ist wie wenn du vielleicht bei einem Hund, bei so Pomeranians, glaube ich, darf man diesen Buchstellentermin machen. Ja, das ist schwer. Weil das, genau, weil das ganz schlecht für die Hunde ist. Ja. Und dann gibt es aber auch genug, ich sehe genug hier in Wien Buchschnitt rumlaufen. Genau. Also irgendwie wird es schneiden, ja? Ja. Weil selber schneidest du den nicht. Also das, ja, das musst du schon wissen. Und die Leute, die das haben, haben meistens ein bisschen mehr Geld, denen ist es wurscht, die lassen das mit größerer Waren. Aber irgendjemand schneidet es, ja? Auch wenn man es nicht soll. Und man lässt sich immer so am Ende des Tages selber in den Spiegel schauen und sagen, naja, kann ich mit meiner Arbeit leben? Und kann ich damit sagen, das passt? Oder muss ich mir denken, ach, scheiße, eigentlich habe ich. Ich habe gerade einen lustigen Fall gehabt, eine Kundin vorher war da, die arbeitet bei einem Callcenter für Ärzte und dieses Callcenter tut quasi so, als ob du beim Arzt anrufst, aber der Arzt hat natürlich keine Zeit. Ja. Deswegen beantwortet die häufigsten Fragen. Und die sagt, sie ist für die Abtreibungen zuständig und wie sie die Leute die Tabletten einnehmen müssen und alles, ja, um das Kind abzutreiben. Und sagt, sie kommt jetzt an den Punkt, wo sie eigentlich sich fühlt, als ob sie die Kinder umbringt, weil den Leuten genau erklärt, was sie machen müssen. Ja. Weil der Arzt sagt, ich bin da durch, ich schreibe das Konzept auf, wenn die Fragen haben, rufen die an. Und sagt sie, damit kann ich leben. Sag ich, ja gut, eigentlich machst du dich der Beihilfe vielleicht schuld. Wenn du dir dann erklären würdest oder sagt, alles die Möglichkeiten auch gibt, wie geht es überhaupt oder unser Arzt macht es, dann wird es nicht passieren oder bin ich woanders. Und die kann damit nicht mehr leben. Und sie sagt, jetzt müssen wir das umgehen mit dem Chef reden, weil sie es nicht mehr machen möchte. Sie möchte es einfach nicht mehr sagen. Alles andere ja, aber dieses Thema möchte sie nicht mehr. Und dann muss ich ihm sagen, muss man Charakter haben und sagen, nö, machen wir nicht, den Weg gehe ich mit. Dankeschön. Das ist cool. Cool. Ja. Also ich muss sagen, ja, so schön chic sind. Wie gesagt, das ist anders. Das ist genauso gut. Chick Dermals, ja, nicht ja, genauso gut. Also Dahlias sind süß, die sind auch cool. Mhm. Aber ehrliche Meinung, ich finde, man braucht es nicht wirklich. Also ich finde, man kann sich so auch schön piercen und hat einfach viel weniger Risiko. Und auch die Implantate sind cool, aber natürlich, man sieht halt kleine Narben. Wobei, das wollen die Leute ja. Also der Vorteil ist, diese Narben, die Leute ja oft wollen auch, wenn sie ja einen Chicks hatten, siehst du das ja, das hast du beim Implantat schon. Aber eben weniger Risiken drumherum. So, meine Liebe, Pflege, Nachbehandlung, ich erkläre das mal kurz. Zuerst werden die Hände gewaschen, desinfiziert. Dann nimmst du bitte Pondolin Spray und Gel. Sprüh das bitte links und rechts auf die Nase auf. Bitte auch in die Nase sprühe rein. Nimm eine Küchenrolle und reinige bitte aus und in den Nasenlöcher. Keine Wattestäbchen oder Klopapier nehmen, weil es fusselt. Die Fusseln könnten in den Stichkammer kommen und es wird sich wieder entzünden. Dann nehmen wir einen Tropfen von dem Gel. Tropfen außen und innen drauf, da drüben auch, außen innen
dann bewegen wir sanft das Piercing hin und her, damit es hier noch in den Stichkanal reinkommt. Drei Wochen machen wir das bitte zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal am Tag. Das heißt sechs Wochen am Stück und in sechs Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln, zum Kontrollieren und dann tauschen wir das Piercing aus. Okay? Dann machen wir einen neuen Schmuck, keine Ringgestecke, was immer. Wenn du sagst, du kommst aus Kärnten nicht mehr hoch, deswegen, dann machst du es selber. Dort unten hast du ein paar Piercings oder gehst dort zu einem Kollegen, Kollegin. Oder du sagst, nein, ich komme nochmal wieder und gehen aber zum Markt. Schau mal, ich müsste es ja machbar sein. Das wüsste ich nicht. Klar, also. Das würde passen. Mitte November, ja, wenn es Mitte Oktober, das wird sich prima dauern, sind es dann 5 Wochen oder 5 Wochen. Keine Fragen mehr. Achte drauf, wenn du eben staubige Sachen machst, ich weiß nicht, wenn Hunden wie viel Haare oder da fliegen oder sonst was. Ich habe meistens Mund-Nasen-Schutz auf. Genau, hätte ich mir gewünscht, das wäre nämlich super. Ja. Solarium. In der Lunge schon. Ja. Saunadampf vor Solarium bitte 3 Wochen nicht. Mhm. Und Sporthaare waschen, duschen, darfst du morgen kannst. Ich habe da noch ganz eine andere Frage. Ich habe auch zu meinem Piercing gehabt, das hat sich immer wieder entzogen und das ausgetan. So gewachsen, jetzt mit der Piercer vor 8 Jahren, wie die haben es gestochen, aber das ist relativ weit hinten. Ja. Ah ja, sehr gut. Ob man das weiter vorne auch noch einmal nachstellt? Natürlich, schau, ich habe Kunden, die haben 10 Zungenbusiness in ihrem Leben. Das erste Mal mit 14, dann wollen sie nicht mehr. Dann die Mutter, dann der Vater, dann der Freund, Freundin. Und dann haben sie am Schluss nach, keine Ahnung, sind es 35 und haben das 10. Mal geschaut. Weil die Erzberger trauen sich nicht so weit vorne. Nein, schau, ich schenke das sehr oft 1:1 durch das Loch. Oder einen Hauch daneben, da reden wir wirklich ein Millimeter. Das reicht ja ein Millimeter daneben, dann haben wir neues Gewebe. Also ist vollkommen egal. Ja, ich schläge es dir drauf. Vollkommen. Und du kannst dir aussuchen, ob es davor oder hinter, dann wurscht. Also es macht gar nichts. Versprochen. Muss ich nicht mal abtasten. Super. Danke euch fürs Zuschauen. Und das war die Romana für die Double Nose Grills. In diesem Sinne, servus, ciao, baba. Okay, tschüss.